Auf der Gynäkologie verblüfft eine Schwangere das Klinikpersonal. Die Influencerin Elena will mit Unterstützung von Hebamme Anja Panek ihr erstes Kind entbinden. Ein intimer Augenblick mit ihrem Ehemann Mike wird das allerdings nicht. Hallo zusammen, guten Tag. Hallo. Frau Bechtel. Hebamme Anja Panek. Hallo. Ich begleite Sie heute. Hi, Mike. Mike. Bechtel, hallo. Und Sie hallo, sind die? Ich bin die zukünftige Oma. Ja, supi. Hallo, Jankowska. Das geht auch schon wieder los. Also, Sie atmen mal schön durch die Nase ein und durch den Mund aus. Hören Sie das gerade? Ja. Leider. Vor 25 Jahren gab es das auch nicht. Das ist auch gar nicht so schlimm. Und warum filmen Sie hier? Für Ihre Follower soll ich das filmen. Dass sie möchte das gerne so haben. Follower, ja. Bei wo? Instagram. Ah, okay. Und das muss jetzt sein? Ja. Na, Frau Bechtel? Also, ja, ich möchte, dass meine Follower dabei sind. Okay. Haben Sie auch noch nicht gehabt? Als Hebamme erlebt man ja sämtliches an Geburten. Aufgeregte Väter, Großeltern, wie auch immer. Es wird viel gefilmt, es wird fotografiert. Das kann ich bis zu einem gewissen Maß natürlich auch verstehen. Man möchte die Erinnerung, dieses ganz besondere Erlebnis auch in Bildern festhalten. Wenn es dann natürlich so weit kommt, dass das Ganze im Internet veröffentlicht wird, da würde ich mir dann als Eltern einfach mal Gedanken machen, muss sowas wirklich sein? Möchte das Kind später überhaupt sehen, oh mein Gott, die ganz meine eigene Geburt, das haben, weiß ich nicht, Millionen Menschen gesehen, finde ich ein bisschen schwierig. Frau Bechtel, okay. Ich würde Sie jetzt gerne einmal untersuchen, um zu gucken, wie weit der Muttermund schon auf ist, damit wir sehen können, wie weit sich das Kind schon auf den Weg gemacht hat. Okay? Du hältst drauf. Sie lehnen sich... Sie lehnen sich einmal zurück. Ich schlinge mal die Decke drüber, ziehe mir mal Handschuhe an. Jetzt kommt eine vaginale Untersuchung. Das wollen Sie auch filmen? Ja, nein, er kann mich ja filmen. Ich filme meine... Und was habe ich auch noch nicht erlebt hier? Ach, die waren die ganze Schwangerschaft dabei. Und jetzt ist die ganze Schwangerschaft. So. Jetzt aber Sie stellen die Beine bitte einmal an und machen mir ein bisschen Platz. Mhm. Ne? Beide Beine ein bisschen breiter bitte. So, ich gehe einmal unter die Decke. Ich habe alles drauf. Wo ist denn hier? Nee, Frau Bechtel, jetzt bleiben Sie hier mal bitte bei mir. Mhm. So, nicht erschrecken, ich untersuche Sie jetzt. Gleich geht's los. Gib mir mal den, den Strampler. Portio verstrichen, Muttermund 7 cm. Frau Bechtel, haben Sie gehört? Ja. Der Muttermund ist schon 7 cm eröffnet. Oh, habt ihr gehört? Das geht nicht mehr viel. Habt ihr gehört? Oh, das ist der Strampler. Da steht sogar Sophia drauf. Guckt mal. Ja, ich da kommt sie gleich rein. Wie süß. Das Wichtigste ist, das Baby wird gesund. Weil ja. Ja, du schaffst das schon. Ist süß, Mama. Frau Bechtel, ja, ein kleines Blümchen. Ich bin auch noch hier. Ja, wunderbar. Wir bringen sie in den Kreissaal, weil das Kind wartet nicht mehr lange, bis es auf die Welt kommt. Okay? So. Alles klar? Nein, du musst bitte filmen. Alles. Ich hatte den Eindruck, dass dem werdenden Vater, dem Herrn Bechtel, das eigentlich gar nicht so recht war. Die treibende Kraft war natürlich da, die werdende Mutter, die Frau Bechtel, die mit allen Mitteln wollte, dass er immer drauf hält, immer mit der Kamera dabei ist, egal in welcher Situation. Also da war eigentlich nur eine Person, die das unbedingt wollte und das war die Frau Bechtel selber. Hebamme Anja Panek fragt sich, warum der Ehemann das alles mitmacht. Es wird aber schließlich einen Moment geben, in dem das Paar nicht mehr an spektakuläre Storys denken kann. Die Entbindung unter den Augen von Gynäkologin Dr. Emma Heidmann und den Followern verläuft zunächst normal. Noch. Und schieben. Schieb, 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 schieb. Ausatmen. Bisschen Luft holen. Kann nicht mehr. Da, ein bisschen Luft holen. Einmal geht noch. Es dauert nicht mehr lange. Noch zwei Wehen und dann ist es da. Gleich ist Sophia da. Birthday, Sophia. Dann kommt direkt die nächste. Ja. Super. Und weiter. Schieben. Kannst du das Handy nicht einfach mal nach vorne tun? Würde ich ja gerne, aber dann... Nein! Also die ganze Filmerei selbst unter der Geburt bei den Presswehen, das war mir persönlich wirklich too much, viel zu viel und das hätte gar nicht sein müssen. Und es bringt natürlich dann auch, ja, ich sag mal, eine Stimmung in den Kreißsaal, die wollen wir da gar nicht haben. Und ich war kurz davor, das Ganze echt zu unterbinden. Jetzt noch einen letzten Schub. Komm, weiter, 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 weiter. Schieb, schieb, weiter, weiter. Super, der Kopf ist da. Und auch eine Pause. Pause.
Super! Also die Hebamme ist natürlich die Chefin im Ring, ist klar. Also die könnte das auch ganz wunderbar ohne mich machen. Ja, aber es gehört immer ein Arzt dazu. Ich bin diejenige oder derjenige, der dann den Ton angibt, wenn mal was schief läuft. Am Anfang war das eine Bilderbuchgeburt. Na gut, der Vater, der hat ziemlich genervt mit seiner Filmerei, aber gibt eben halt so strange Leute. Aber nach einer halben Stunde konnte man sehen, da fingen die Komplikationen an. So, prima. Gibst du mir mal Päckchen? So, ich nahm den Kind mal eben ab. Sophia ist da. Endlich, da habt ihr gehört. Prima. Prima, super. Prima. Na, das hat doch super geklappt. Haben sie großartig gemacht. Und wir haben es durch den Bildschirm gesehen. Ja, ist ja auch nicht schlecht. So. Nach der Geburt legen wir der Mama natürlich das Baby auf den Bauch, damit sie es dann auch fassen, anfassen, berühren kann. Und dann nabeln wir ab, die Nabelschnur. Und ja, und dann warten wir auf die Geburt der Nachgeburt, der sogenannten Plazenta. Das darf dann ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde darf das dauern. Und dann sollte sich diese Plazenta von der Gebärmutterwand lösen. Dann wird sie geboren und somit ist die Geburt vollendet. Frau Bächle, ich gucke jetzt einmal noch mal, ob die Plazenta so langsam kommt. Eieiei. Guck mal, das blutet ziemlich. Oha, oha, das blutet gerade ziemlich. Ich muss ihn mal ein bisschen auf den Bauch rumdrücken. Du hast nicht dran gezogen, ne? Natürlich nicht. Okay. Hallo? Okay, Vater, jetzt weg hier, weg, Handy weg, einstecken. Wir nehmen einmal das Kind ab. Wir müssen jetzt mal gucken, wo das Ganze ist. Jetzt müssen wir arbeiten. Herr Bächle, ich lege Ihnen Ihr Kind hin. Passen Sie bitte einmal drauf auf. Und dann gucken wir mal. Komm, Anja, es geht ab. Komm, guck mal bitte. Ja. Okay. Und? Ach, komm. So, also. Infusion läuft. Nein, wir haben hier Notfall. Setzen Sie sich dahin. Normalerweise löst sich die Plazenta aus der Gebärmutter von ganz alleine. Es gibt aber ganz seltene Fälle, wo die Plazenta mit der Gebärmutterwand fest verwachsen ist. Das nennt man Plazenta accreta. Ein ganz geschmeidiges Wort für eine schwere Komplikation. Das heißt, die Gefäße können sich nicht schließen und es blutet wirklich so, als ob man Hahn aufdreht. Und da der Mensch eben halt nicht so viel unendlich Blut hat, war genau die große Gefahr, dass die Patientin so viel Blut verliert, dass die Organe drohen zu versagen. Dr. Heidmann und Hebamme Anja Panek müssen die frischgebackene Mama sofort in den OP bringen, damit die Plazenta entfernt und die Blutung gestoppt wird. Jetzt können keine Klicks mehr helfen. Es geht um das Leben der Influencerin. So, zack, zack, Sie bleiben bitte hier. Sie bleiben hier. So. Während der OP greift man manuell, das heißt mit der Hand, in die Gebärmutter und schabt dann wirklich vorsichtig mit den Fingern die Plazenta von der Gebärmutterwand ab und geht mit einem stumpfen Löffel hinterher, um die Gebärmutterwände auszuschaben, damit eben die Gebärmutter dann wieder die Möglichkeit hat, sich zu kontrahieren. Und das ist bei der OP geschehen. Ehemann Mike weiß noch gar nicht, wie ihm geschieht. Gerade erst ist der 27-jährige Vater geworden und nun muss er um das Leben seiner Frau bangen. Die junge Mutter Elena wird das Erlebte sehr verändern. Die Influencerin liegt nach der OP auf der Intensivstation. Alles gut bei Ihnen? Ja, ja. Ja, aber ist ein Schreck jetzt, ne? Sie schläft jetzt noch ein bisschen und dann wird sie auch gleich wieder wach. Und dann, wir lassen sie nachher wieder wach werden, ne? Okay, das ist halt, sie hat sehr viel Blut verloren und es ist halt für sie gut, wenn sie jetzt noch ein bisschen runterkommt und schlafen kann. Ja. Hallo. Hallo. Sie waren die Mutter, ne? Okay. Was kann man jetzt schon sagen, Schwester Anja, oder? Also jetzt aktuell kann man noch nichts sagen. Wir müssen halt sehen, wenn sie aufwacht, ne, wie es ihr dann geht. Und dann müssen wir schauen, ob durch diesen massiven Blutverlust irgendwelche Organe gelitten haben. Das können wir aber jetzt noch nicht sagen. Aber es ist jetzt noch zu früh. Sie bekommt aktuell ja auch Blutkonserven. Das heißt, wir füllen das wieder auf. Und man merkt ja auch, das Beatmungsgerät alarmiert hier laufend. Also sie wird langsam wach. Ne, sie versucht dagegen zu atmen. Und ich denke, dass wir sie auch gleich wach werden lassen können. Herr Bächle, ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einmal zur Kinderstation, weil Ihre Tochter braucht sie auch. Ja. Ne? Die Schwester Charlotte, die ist bei ihr, die Mama bleibt hier. Und wir gehen jetzt einfach mal zu ihrer Tochter, ne? Weil die braucht sie ja auch. Und wenn sie wach wird, ich weiß, wo ich sie finde, ich rufe an und sage Ihnen Bescheid. Ja,
Ja. Auf der Intensivstation zeigte sich dann, dass die Frau Bechtel erstmal stabil war. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie außer Lebensgefahr war. Wir mussten halt wirklich gucken, nimmt sie die Blutkonserven an? Wie reagieren die Organe, das Herz-Kreislauf-System darauf? Aber dann Gott sei Dank, nach ein paar Tagen hat sich dann rausgestellt, dass sie es geschafft hat und wieder auf einem guten Weg der Besserung war. 5 Tage nach dem schweren Eingriff wird Mama Elena zurück auf die gynäkologische Station verlegt. Dr. Emma Heidmann und Schwester Birgit rechnen fest damit, dass die Influencerin sofort wieder zur Handykamera greift. Guten Morgen, Visite. Hallo, Frau Bechtel. Hallo. So, na, wie geht's? Jo, noch müde, so weit, so gut. Na, da haben sie ja noch mal richtig Glück gehabt, ne? Mhm. Ha? Allerdings. Da war aber richtig noch mal was los. Hätte man das nicht vorher bei den Ultraschalluntersuchungen sehen können? Das sieht man nicht. Mhm. Ne? Ja, bitte. Ah, noch mehr Besuch. Ach, da kommt die kleine Zuckerschnecke. Ja, was mitgebracht. Oh, da muss ich ja glatt mal Platz machen hier. Jetzt kommt die Hauptperson. Ich durfte der Mama ja dann nach fünf Tagen ihre kleine Tochter das erste Mal geben. Es war natürlich ein sehr emotionaler Moment für uns alle, weil wir auch froh sind, dass sie das einfach überlebt hat. Und ja, was dann passiert ist, fand ich total rührend. Ich habe aber noch eine Überraschung für dich, Schatz. Ah, nee, jetzt kommt das Ding. Ja, natürlich. Das gute Handy. Ich habe alles zusammengeschnitten für dich und habe mich da mal hingesetzt, weil dir das so wichtig ist. Und du hast halt schon 200.000 Klicks jetzt auf dem Video drauf. Ja. 200.000 Klicks? Ja. Aber weißt du was? Das können wir weglegen. Dann komm, Mama. Das ist nicht wichtig. Sophia ist wichtig. Wir haben unsere Familie. Und nur das zählt. Na, das scheint aber jetzt jemand begriffen zu haben. Und was gelernt zu haben. Was wirklich wichtig ist, ha, Frau Bechtel? Sehr gut. Sehr gut. Die Reaktion von Frau Bechtel war fantastisch. Sie hat gesagt, sie braucht es nicht mehr, hat das Handy weggelegt und will sich jetzt voll auf ihre kleine Familie konzentrieren. Und das finde ich richtig gut. Tschüss. Alles Gute noch. Sie können bald nach Hause. Wir müssen jetzt leider ein bisschen arbeiten. So. Und ich würde vorschlagen, wir versuchen einfach mal die Kleine ein bisschen anzulegen, dass sie mal stillen können, oder? Ja. Ja? Gut. Dann dürfen Sie mir ein bisschen Platz machen. Ja. Die junge Mama lässt ihren Social-Media-Kanal erst einmal ruhen und führt ihn nach einem halben Jahr nur noch als Hobby weiter. Ihr Ehemann ist froh darüber. Er hatte nur ihr zuliebe mitgemacht. Nach einer Woche kann Elena die Klinik mit Baby Sophia verlassen. Das kleine Mädchen genießt die volle Aufmerksamkeit seiner Eltern.